Nun kommen wir zum vorerst letzten Schritt, und zwar der Erzeugung eines PDFs. Wie ich schon am Anfang gesagt habe, ist es wichtig, dass ihr die Vorgaben der Druckerei einhaltet, und das gilt auch hier. Mit dem Button als PDF speichern sollte man eigentlich zum Fenster als PDF speichern gelangen, doch zunächst erscheint die Druckvorstufenüberprüfung. Hier werden Fehler aufgezeigt, die ihr unbedingt korrigieren solltet. Hier kann man übrigens je nach PDF-Version noch ändern. Postscript-Fehler sind auf den Musterseiten keine. Wunderbar. Allerdings auf Seite 1. Transparenz wird verwendet. Das ist ein ganz, ganz böser Fehler, den ihr eigentlich nicht machen solltet. Ich habe es hier nur zu Demonstrationszwecken verwendet. Der Text ist ein überfließender Text. Das heißt, er endet eben nicht am Ende des Textrahmens, sondern geht darüber hinaus. Das kann man korrigieren. Mache ich jetzt in dem Fall aber nicht. Ebenso haben wir hier einen überfließenden Text. Die Fehler können wir allerdings ignorieren. Ich mache das jetzt auch mal, aber in Wirklichkeit solltet ihr das beachten. Weitere Fehlermeldungen, die auftreten könnten, wären zum Beispiel Bilder mit zu geringer Auflösung. Ihr könnt Bereiche festlegen, alle Seiten machen, eine Datei pro Seite speichern, auf Druckerränder beschneiden, Text komprimieren. Kompatibilität gibt euch auch die Druckerei vor, normalerweise das 1.4 oder 1.5. Vorschaubilder können wir auch erzeugen lassen. Schriftarten. Die meisten Druckereien fordern, dass ihr die Schriften in Kurven umwandelt oder einbettet. Ich wähle immer alle in Kurven umwandeln. Damit seid ihr auf der sicheren Seite. Übrigens werden Vektorgrafiken intern auch als Vektorgrafiken gespeichert und daher habt ihr mit der Dateigröße da keine Probleme. Sicherheit, hier könnt ihr Verschlüsselung einstellen. Farbe solltet ihr auf Drucker umstellen. Diese Eigenschaften fragt ihr bei der Druckerei nach im Zweifel. Prepress, Schneidemarken, Anschnittmarken werden in der Regel nur dann gedruckt, wenn ihr die Sachen weiterverarbeiten wollt. Die Druckerei braucht das nicht. Ich füge sie jetzt mal ein, die Schneidemarken, die Anschnittmarken. Dann wird gespeichert, das dauert sehr lang. Und hier findet ihr nun die PDF-Dateien vor. Die Dateigröße ist mit 880 Kilobyte verhältnismäßig klein. Ein zweiseitiges Dokument hat auch schon mal 16 Megabyte und unsere Abi-Zeitung zum Beispiel hatte 100 Megabyte. So sieht es dann aus. Wir können beliebig Labe hinzoomen. Die Zeichen bleiben gestochen scharf, ebenso die Buchstaben. Dokument 2 sieht so aus. Hier sehen wir Schnitt- und Anschneidemarken. Das ist eigentlich das Wesentliche, was man dazu wissen muss.